In der Schreinerei Koster in der Nähe von St. Gallen wird ein speziell marmoriertes Holz verarbeitet. Die feinen schwarzen Linien aus Melanin hat ein Pilz hineingezeichnet. Wir arbeiten mit Eschen, Buchen und Ahorn, mit diesen drei einheimischen Hölzern. Und die Hölzer haben von sich aus relativ langweiliges Aussehen. Es hat keine Kolorität drin, es hat keine Spannung drin. Sie sind gleichmäßig, meist gleichmäßig gewachsen. Und wir wollen mit dieser Methode mal erstens diesen Hölzern zu mehr Wert verhelfen. Das ist alles Zufall, das hat die Natur so hervorgebracht. Wir haben einfach den Pilz auf das Brett hinein und dann haben wir den Pilz freien Lauf lassen. Und es ist unheimlich interessant, wenn man hier näher herangeht, sich ein bisschen Zeit nimmt, was diese Bilder einem zeigen können. Gesundheitsschädlich sei der eingesetzte Pilz übrigens nicht und die Holzstabilität werde nicht beeinträchtigt. Das Verfahren entwickelte Francis Schwarze an der EMPA, der Eidgenössischen Materialforschungsanstalt. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir zwei Genotypen des Pilzes verwenden, die aufeinander zuwachsen, sieht man mit der Zeit, dass der eine Pilz von dem anderen sich abgrenzt über eine schwarze Linie. Das sieht man hier mit zwei Kulturen und noch besser hier mit drei Kulturen. Das heißt, je mehr Pilzkulturen auf einer Platte gesät werden, desto mehr Trennlinien zeichnen sie. Forscher versuchen dies mehr oder weniger gezielt einzusetzen. Schwarze ist innovativ mit dem Einsatz von Pilzkulturen und war bereits am Bau einer Geige beteiligt, deren Klang im Blindtest eines Stradivari übertrumpfte. Da haben wir gezeigt, dass wenn wir Holz mit bestimmten Pilzen behandeln, dass die Klangeigenschaften der Geigen deutlich verbessert werden. Wir haben festgestellt, dass der Dämpfungsfaktor, der eine sehr wichtige Rolle spielt, um 200 bis 400% erhöht. Das hat zur Folge, dass die Obertöne, die oftmals als schrill und unangenehm wahrgenommen werden, die hört man gar nicht mehr und die Geige klingt warm und rund.